Heute zeigen wir euch, wie ihr Geschenkpapier mit ganz unterschiedlichen Farben und Formen bedrucken könnt. Ganz verschiedene Sachen können verwendet werden. Ein paar Ideen stellen wir euch in diesem Video vor. Zum Drucken eignen sich zum Beispiel besonders Naturmaterialien. Ihr könnt aber auch einen Faden um ein Stück Holz binden oder mit Schere, Bleistift und Kleber aus Moosgummi Druckmotive erstellen. Diese könnt ihr dann auf Holz oder auf alten Glasdeckeln befestigen. Falls ihr Stempel zu Hause habt, könnt ihr die natürlich auch benutzen. Zu guter Letzt braucht ihr noch einen Farbkasten und Papier zum Bestempeln. Wenn ihr einen Wasserfarbkasten verwenden solltet, denkt daran, die Farbe immer gut anzurühren, damit ihr dann genug Farbe auf den einzelnen Gegenständen habt. Wenn ihr Moosgummi benutzt, könnt ihr auch mit dem Bleistift einzelne Motive einritzen. Wenn ihr dann später druckt, sind diese Stellen nicht mit Farbe besetzt. Wenn ihr eine Wimpelkette machen wollt, wie sie hier zu sehen ist, und immer wieder andere Farben verwendet, dann macht den Stempel am besten ab und an mal sauber, damit die Farben gut zur Geltung kommen. Auch mit einem Faden um ein Stück Holz könnt ihr Stempel erstellen. Falls ihr kein Holz habt, findet ihr sicher auch andere Gegenstände, um die ihr ein Stück Faden wickeln könnt. Denkt daran, wenn ihr die Farbe auftragt, dass auch hier wieder genug Farbe auf dem Faden ist, damit dann der Druck gut wird am Ende. Wenn ihr dann fertig seid mit euren Geschenkpapieren, könnt ihr sie zum Trocknen draußen aufhängen oder wo ihr sonst Platz findet. Hier könnt ihr noch mal sehen, wie das Geschenkpapier aussieht, wenn ihr ein Geschenk einpackt. Schickt uns doch gerne Bilder von euren Ideen und eurem Geschenkpapier. Darüber würden wir uns sehr freuen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video.